Herzlich willkommen bei World of Warships, Kapitäne, Kapitäne. Wir wollen ein bisschen Runde Mrs. Hotter spielen. Ich habe beinahe die Vermont, dauert noch eine Weile. Ich habe jetzt 230 und ich brauche nur 155. Bin schon ganz gut dabei. Ich habe ja die blauen Bonis drauf. Und der liebe Kitzen ist auch dabei. Hallo. Servus. Wie gesagt, der Zweig. Es gibt welche, die mögen es, es gibt welche, die mögen es nicht. Also ich bin mit dem Zweig so nie richtig warm geworden. Das Problem persönlich für mich, ich bin eher kein Sniper, sondern eher so zwischen so Mittelrange und RPS Nahkampfbereich. Also da ist so meine Sache immer. Also da spiele ich ja lieber am besten immer. Na, wie viel Nachladezeit hast denn du? Über 30 Sekunden. Wir sehen. Das sind wirklich Sniper-Schiffe leider. Das ist, finde ich, das größte Manko an der ganzen Geschichte. Kann ich aber gleich sagen, wie hoch meine Nachladezeit ist. Dim, 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 dim. Ich habe genau 40 Sekunden. 40 Sekunden. Ich habe genau die Hälfte. Ich habe 20. Du bist auch ein Schlachtkreuzer. Ja, aber 40 Sekunden finde ich einfach viel zu hoch. Das Problem ist immer, bis gerade hast du immer diesen Moment gehabt, bis gerade fast durchgeladen und Schiff hat gerade Breitseite, willst du abdrücken und plötzlich, buff, unsichtbar. Ich sag gerade, danke Spiel für meine Nachladezeit dauerhaft. Hast du durchgeladen bei einem normalen Schiff und hier hast nochmal 10 Sekunden oben drauf. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so derbe, das ist nicht zeitgemäß mehr. Wenn das Ding, du haust aber auch echt rein, wenn du triffst. Ja, das ist klar. Das ist so, kann man sagen, so eine kleine Mini-Monty, aber trotzdem. Du hast sogar einen besseren Winkel als die Monty, glaube ich, mit den Granaten. Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, das Problem ist, das Schiff ist zu weich, das Ding ist noch nicht mal für Nahkampf nicht mehr geeignet. Nö, das ist da also, bist du auf 20, ja, zwischen 16 und 20 Kilometer. Deswegen. Ich hab schon so oft drin gehabt, ich musste auch mit diesem Schiff auch nach dem Nahkampf rein auch. Weil es so schlussendlich nicht mehr ging. Das ist das Problem. Und Scheiß, einer hat bei Rennbattle hat er sich beschwert, warum ich mit meinem Achter, also ich meine, ich habe mit Mrs. Hotter gespielt, glaube ich. Mrs. Hotter, glaube ich. Ist immer länger als die Minnesota? Ja, kürzer. Wenn das wenn ich gucke. Nee, ich glaube, deine ist länger. Nein, ja. Einer hat sich wirklich beschwert, warum ich den Achterschiff komplett hier links liegen gelassen habe. Also, der Grund war, wenn man zerstört, ich bin genau begründet, warum, weshalb. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Wenn ich hier bei einem offenen Gewässer ein DD im Gegnerteam habe, und unser DD schon tut, dann kann ich nichts mehr machen. Das heißt, was hat der Petorico gedacht? Okay, ich bin unsichtbar, auch nicht schlecht. Und der Patrico tritt schon instant ein. Enemy ship is inside. Yay, 1000er Hit, juhu. Ich treffe die Monty. LOL. So scheinbar ist die Dingsbumse Neptun schon tot. Das war ein Glückstreffer von der San Vincent. Oh, jetzt ist das Problem, die hohen Winge nach Ruhe nach der Zeit. Boah! Junge, das hat weiter Patrick gewählt. Alter! Da haben wir hier gerumpt ins Schiff. Wer war denn das? War das die Wisconsin? Kann gut möglich sein. Der hatte vorher schon eine Salve schon mitgenommen. Ich hau mal Reichweitenflieger mal raus. Sonst kommen hier nirgends so richtig zu schießen. Was hast du mit Reichweitenflieger? Für eine Reichweite? 28 Kilometer jetzt. Ja. Oh, Abpraller! Auf 23 Kilometer Iowa. Ja, es ist. Ja, es ist aber längst und weggedreht. お疲れですか?
Oh, schliefen, schliefen. Hier ein Fettchen Breitseite und. Abröhrler. Ja, nee, nur 10k gedrückt nur. Dann die Hälfte Salve ist leider von dem Schiff angeflogen. 3, 4 Kanäle haben das Ding noch getroffen. Das Problem ist, wegen der hohen Nachladezeit kannst du Reifenflieger nicht lange, wirklich lange behalten. Du kannst höchstens maximal 3 Salven rausschießen, das war's. Mehr kriegst du nicht raus. Die Salven sind immer noch gut. Ja, das ist richtig. Du musst ja auch direkt abdrücken, wenn du halt nachgeladen hast, wenn du 3 Salven schaffen möchtest. Torpedos. Mal gucken. Scheiße, viel zu weit vorgehalten auf den Schliefen. Ich habe übel Schliefen geschossen. Echt jetzt? Monty, tut mir leid. Oh, frisst dich Feuer von der ganzen Seite. Ah, hier war es am Flüchten. Die sind alle großartig. Ein paar sind wie vor so wie im Nahkampfbereich was zu regeln. Und so wird schon tot. Wie ist der denn gestorben? Das ist der beste U-Boot von den Deutschen unter Wasser. Wie man das immer schafft. Das ist doch selbst genannt. Unter Wasser, das ist das beste U-Boot. Über Wasser nicht. Ja. Schliefen ist schon tot, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, kannst du bitte nochmal ganz kurz langsamer werden, damit ich hier noch meinen Arsch rumkriegen kann? Danke dir. Ich würde gerne auf die Zanderer schießen. Das ist so richtig leicht gepanzerte Ziel für mich. Und wisst ihr alle, die DDs nehmen wir noch. Das ist sowieso etwas verwundert. Unser Gumo hat einen Top mitgenommen. Komm. Oh, ja, der Zanderer macht blub. Da. Ja. Also hast recht, die macht Blub, aber nicht durch den Schiff. Und das ist das Problem bei den ganzen Vermont-Schiffen. Hast gerade durchgeladen und einer klaut den Kill. Also die 40 Sekunden sind einfach so richtig, so mit der Finger immer. Ich habe gerade nur 12.000 Schaden. Und das ist teilweise bitter einfach nur. Und deswegen hasse ich die hohe Nachladezeit bei solchen Schlachtschiffen immer. Wenn ich übrigens 30 oder 28 Sekunden würde ich sagen, okay. Aber die 40 Sekunden ist einfach viel zu derbe. Ja, das Problem ist, die Colombo ist immer noch angewinkelt zu mir. Es ist so sehr angewinkelt zu mir, ich kann überhaupt eventuell nur ein paar Abpreller drücken, nur. Da ist ja eine Colombo auf 13 Kilometer. Naja, deswegen. Gar nicht drauf geachtet. Aber es steht aber. Ja, aber ich stehe Breitseite. Guck woanders hin. Erstmal in die Schnauze 10.000 mit HE gedrückt. Das ist nett. Kommt die 16er. Ja, ich habe die Kolumne noch nicht mal getroffen. Belastend. Also hier, ich finde persönlich, da muss vorgehen, die müssen so wenigstens etwas buffen. Die von 40 Sekunden wenigstens auf 35 oder 33 Sekunden wieder zu geben. 40 Sekunden, ganz ehrlich, ich habe 12.000, ich habe 11.000 Schaden. Wenn du so eine Runde hast, kommst du nicht mal auf Schadenswert noch nicht mal. Das ist einfach viel zu bitter einfach. Es sind fast hauptsächlich nur noch die DDs noch übrig. Ja, auf Konami brauche ich auch nicht mehr schießen, weil ist eh fast mal tot. Meins. Ich kann echt nur noch auf die DDs noch gerade schießen. Ja, auch nicht mehr lange.
Naja, 3 abgedrückt nur. Also wie auf jeden Fall 50.000 komme. Aber trotzdem ist es wie trotzdem ein Witz. Alter, U-Boote sind so nervig. Darfst du U-Boot überwachen oder nicht? Nee, hast du nicht. Klein haben das, die Kleinen. Wenigstens haben wir noch Henry noch. Ich hoffe, da mache ich ein bisschen. Ja, klar, was kommt denn jetzt hier alles? Tot. Autsch. Komm, nachladen. Ja, und jetzt kann das U-Boot schon die nächste Salve und ja, ich bin tot. Jo, ich hab wenigstens 31.000 gemacht. Juhu! Alter, U-Boote müssen aus dem Spiel entfernt werden. Das ist wirklich so. Die machen nichts gut. Das Problem ist, unsere Hindenburg ist viel zu weit weg. Ich bin mit einer vollen Azuma. Hat mich das scheiß U-Boot in 2 Minuten. Mit diesen scheiß Lenktorpedo-Dingern, wo ich nicht ausweichen konnte. Kannst du doch. Wenn die Torpedos 3 Kilometer vor dir aufgehen. Selbst wenn sie 3 Kilometer vor dir aufgehen, der Azuma ist nicht wendig. Ja, aber die haben halt Dingsbums und du musst unter 3 Kilometer, dann machen sie kaum noch Schaden. Wenn, nachdem sie abgefeuert, du musst, wenn es abgefeuert sind und 3 Kilometer kommen. Wenn die aber. Nee, wenn 3,1 Kilometer abgefeuert wurden. Nein, musst du so rechnen. Du musst zu Pierce zufahren. Du musst erstmal die 3 Kilometer erstmal Distanz erstmal. Aber wenn das U-Boot aber 5 Kilometer vor dir wegsteht, dann kannst du mit einem Azuma, wenn du gerade gestanden hast oder ein Viertel gefahren bist, kommst nicht schnell genug ran. Das ist es ja. Lebst du noch? Was denn du, ich bin Vollläufer, keiner auf mich wirklich geschossen. Ah, ich hab dich gar nicht gefunden. Ich, deswegen ja, also. Du bist aber ganz schön weit schon gekommen. Ja. Wenn wir mal angucken, wo wir gestartet sind. Ja, das ist geil, ich weiß. Ist trotzdem lächerlich. Wie viel Knoten fährst du gerade? 24 gerade. Ja, so schnell fahren heutige Kreuzfahrtschiffe. Also fährst du jetzt ganz gemütlich und bequem im Kreuzfahrtschiff-Modus über die See. Oh. Ich bin gerade gerade hart rangenommen. Hier haben die Shima. Lol. Der U-Boot hat wahrscheinlich noch überlebt. Er hat überlebt. Alter. 31.000 Schaden, das war maximal, was ich aus der Runde rausgeholt habe. Richtig geil. Nee, aber tut mir leid, aber die nehme es runter, also 43 Sekunden, das ist einfach viel zu hoch. Ich habe 12, wie viel habe ich denn jetzt abgefeuert? Ich habe hier abgeschossen, Granaten habe ich 41. 141 Granaten und 12 haben getroffen. Ja. Also, sorry, aber das Ding braucht lieber, die Nachladezeit muss runtergeschraubt werden. Also die 40 Sekunden ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Wenn das Ding wirklich 33, 34, würde ich sagen, okay, das kann man verglosern. Aber sonst, die Mrs. Rota ist zu Nachladezeit zu hoch. Vermont hat es ja auch die Probleme. Die hat auch die 40 Sekunden, dafür hat er das hohe Kaliber. Da kann ich es wieder nachvollziehen.
Aber ich habe hier für 406 mm, da hältst du wenigstens die Nachladezeit runter. Ich kann das durch, ich kann das Modul reduzieren. Aber hier ist also wirklich die Nachladezeit, die Genauigkeit wieder ziemlich sehr gut. Ich weiß nicht, aber hier braucht das Ding echt Liebe. Deswegen. Ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich bin mit Feuerlauf durch die Gegend rumgefahren. Keiner hat mich auf mich geschossen, so wie sonst was. Also das ist einfach, ich weiß nicht. Deswegen bin ich auch mit dem Zweig auch nie richtig warm geworden. Nachladezeit ist so grausam. Bei Vimod, okay, der kann es wieder nachvollziehen. Da hat man eine relativ schöne, angenehme Reichweite auch. Der Rocken, aber da ist der hohe Kaliber und Nachladezeit wieder nachvollziehbar. Aber bei den anderen beiden Schiffen, ich weiß nicht. Das war es meine persönliche Meinung. Wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis euch gefallen. Lasst ein Like, einen Kommentar, bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss. Nur Tschüss sagen. Hab ich doch schon. Also, ich hab nichts mitbekommen. Hab nicht gehört. Ich hab's gleichzeitig gesagt. Achso, okay, alles dabei.